Prinz Harry erntet Kritik, du bist kein Mensch, weil du es getan hast. Die ganze Welt hat bereits über die Autobiografie-Sparre von Prinz Harry, 38, diskutiert und den Ehemann von Herzogin Meghan, 41, scharf dafür kritisiert, dass er so gegen die britische Familie austeilt. Doch nicht nur gibt der Royal persönliche und vertrauliche Details über Prinz William, 40, Caroline, Princess of Wales, 41, König Charles, 74, und Königin Camilla, 75, darin preis, sondern spricht auch sehr offen über seine Zeit in Afghanistan. In seinen Memoiren enthüllte er, während eines Einsatzes 25 Taliban-Kämpfer getötet zu haben. Ehemalige Soldaten und auch die Presse echauffierten sich bereits darüber, dass Harry jegliche Diskretion über Bord geworfen zu haben scheint. Nun gesellt sich ein weiterer Kritiker dazu, der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, 52, findet klare Worte für Harrys Aussagen. Du bist kein besserer Mensch, weil du es getan hast. So der Politiker im Gespräch beim britischen Radiosender LBC, wie unter anderem der Guardian berichtet. Weiter erklärte der ehemalige Soldat, ich denke offen gesagt, dass das Prahlen mit Zahlen oder das Reden über Zahlen, die Tatsache verzerrt, dass die Armee ein Mannschaftsspiel ist. Anführungszeichen. Prinz Harry wird es sicherlich nicht gefallen haben, von Ben Wallace beschuldigt zu werden, mit den Tötungen der Taliban prahlen zu wollen. Royal-Experte Richard Balmer gab gegenüber Express seine Einschätzung zu der Afghanistan-Kontroverse. Ben Wallace erwähnte das Wörtchen prahlen, was Harry nicht mag, von einem Politiker derart kritisiert zu werden wird. Mag der Royal-Aussteiger sicherlich noch weniger, das wird in Montecito also nicht so gut angekommen sein. Der Herzog und die Herzogin von Sussex leben mit ihren beiden Kindern in Kalifornien, doch die Kritik vom britischen Verteidigungsminister wird sie sicherlich auch über den großen Teich schnell erreicht und erzürnt haben. Verwendete Quellen, Spiegelde, Guardian Co.uk, Express Co.uk. Și visul meu nu are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vânt, niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă, dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.